Ich glaube, dass Kirche aufbrechen muss, immer wieder. Das ist eine lange Geschichte und das braucht es auch immer wieder neu. Und ich glaube, dass Willowkrieg da sehr schöne Anstöße geben kann, Menschen in Bewegung zu setzen. Da muss man auch nicht immer unbedingt meinungskongruent sein. Also man kann da ruhig unterschiedliche Meinungen haben. Ich glaube, dass wenn in den Dialog geht, auch um Weiterentwicklung und nicht im Status quo verharren bleibt, ist wichtig. Und dazu liefert Willowkrieg meines Erachtens einen guten Beitrag. Ich glaube, dass Willow sehr vielen entmutigten Leitern Mut macht. Und ich glaube, dass wenn Leiter Mut bekommen, das einen großen Unterschied macht, wie sie ihren Dienst tun und dass das wiederum Einfluss hat auf die Gemeinden. Ich lerne hier unglaublich viel von Dingen, wo ich sage, schade, dass wir das verlernt haben, und bin dankbar für die Schwestern und Brüder von Willow und der anderen Kirchen, die uns das wieder beibringen, die uns sagen, die Unterschiede sind gar nicht so wichtig, das Gemeinsame ist das Entscheidende. Ich bin vor 25 Jahren das erste Mal auf dem Willow-Kongress gewesen. Da hat man mir eine Reise nach Amerika geschenkt. Das hat mein Leben verändert. Ich habe damals Theologie studiert, habe meine Diplomarbeit über Willowkrieg damals geschrieben und habe gewusst, so möchte ich gerne Gemeinde in Deutschland bauen, und bin seit 25 Jahren dabei, das zu tun. Willow ist im besten Sinne ein Stachel in unserer Trägheit. Also helfen uns wieder neu auszurichten auf Jesus Christus und auf seine Gemeinde, dass sie ein Werkzeug ist des Evangeliums.